Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Navigator. Heute wieder zusammen mit Protocider. Hallo. So, und wir spielen heute Nostalgie der Vergangenheit. Wir spielen Domination Classic Modus. Ein Modus, der vor, keine Ahnung, was ist es her, 2 Monaten, 3 Monaten aus dem Spiel genommen wurde, weil er angeblich zu selten gespielt wurde. Arena war halt damals ziemlich angesagt. Jetzt im Match of the Day noch vorhanden. Das ist ein Modus, den man aus den meisten MOBAs kennt. Auch in League of Legends vorhanden und so. Es gibt 3 Türme. Man muss sie so lange wie möglich halten. Und wenn man 2 Türme hält, werden halt dem Gegner 2 Marken pro Sekunde abgezogen. Man startet wie im Arena-Modus auf Level 3 mit 1500 Gold. Meine Favorite Items stehen noch. Überleg gerade, ja, ich werde sie wahrscheinlich ein bisschen die Reihenfolge tauschen. 1, 2. 1, 2, 3. Oder? Brauche ich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 wahrscheinlich. Wurscht. Geht mal. Ah, wir machen links, rechts oder was? Geh mal weg von Mitte. Kannst du schauen, dass du die der linken Lane, dass du die noch unterstützt? Ne, Aphrodite, komm du her. Wir machen hier den Turm. Die haben auch einen Stargazer. Willst mich verarschen? Auf den Turm draufhauen. Nicht gierig sein. Du bist gierig. Das mag ich nicht. Der war aber so einfach. Wir gehen jetzt gleich mit, okay? Okay. Geh du oben lang? Okay, wir. Geh du oben lang, mach Anhubplatz, schau, dass du Mitte unterstützt. Ich schau, dass ich Ymir da drüben unterstütze, dass er nicht gleich stirbt. Nemesis, lauf. Ja, ich höre dich schon. Weil mein Bruder reingekommen ist. Oh ja. Ja. Nemesis leider entkommen, bin ich noch nicht stark genug dazu. Aber jedes Mal, wenn man verliert, wird dem Team 1 Marke abgezogen. Wenn man 2 Türme hält, wird einfach dem Gegnerteam pro Sekunde 2 Marken abgezogen. Sieht man dann auch. Der Timer runtergeht. So, und ich werde jetzt hier. Nein, nicht auf sie, nicht auf sie. Nein. Das ist jetzt echt asozial. Rat mal, wie sich gerade Nemesis vor meiner Ulti gerettet hat. Sie hat, als sie fast tot war, ihren Schild angemacht und hat mich damit getötet. Ymir, du hast auch Attacken, das weißt du? So eine Frage, das ist, fände ich jetzt mal interessant, ob Ymir weiß, dass er angreifen kann. Meinst du, wir sollten Ymir sagen, dass er angreifen kann? Hallo? Hast du wieder das Mikro ausgesteckt oder was? Ich sterbe nicht mehr. Ah, auch gut. Also hier sind 3. Oder nicht gut. Ja, ihr müsst nur verteidigen, das reicht dann schon. Ja. Schau mal, was ich gerade geholt habe. Gibt leider keine Tower Kills in dem Modus, das wäre echt witzig. Dann wäre ich so einer der Leute, die so halt so 500 Tower Kills haben ungefähr. Weil ich halt den oft Modus früher echt oft gespielt habe. Aber jetzt ist er schon respawned. Jetzt schon wieder hat jetzt ja blöd ist Ymir ein Bot oder was sieht man jetzt gerade in meiner Aufnahme. Ymir hat gerade versucht in das Portal reinzulaufen, wo die Minions am Ende reinlaufen. Ist auch ganz witzig. Dann fragst du dich, was geht in dessen Kopf vor? Tja, das frage ich mich öfters.
Nemesis, die ist auch irgendwie, rennt ziemlich weit rum. Hier tötet sie nie mehr schafft. Ey! Das ist gerade echt zu peinlich, wie Ymir gerade gestorben ist. Der ist einfach von diesem Turm platt gemacht worden. Das ist kein Scherz. Die Gegner haben nichts gemacht ungefähr. Sie haben, okay, sie ist davon gelaufen. Das ist das Einzige, was sie gemacht hat. Ich habe jetzt 3 Tower Kills und keinen einzigen Player Kill. Ungefähr. Da ist ein Gegner. Ah ne, die ist rüber gelaufen. Ich schau, dass ich da... Ymir sollte am besten mal mit seinem Stun initiaten. Nein. Oh man. Oh je. Yeah. Gibt's doch echt nicht. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mir aufpasse. Das Problem, wenn ich eine Aufnahme mache, dann konzentriere ich mich manchmal zu sehr aufs Reden. Oh. Rechts zurückziehen, gleich auf links gehen, okay? Okay. Ich finde es cool, auf diese Sand Guardian funktionieren wie wie heißt ja wie Phoenix, nee, nicht wie Phoenix, sondern eigentlich wie Titans, Minotauren. Nur dass es denen halt ziemlich wurscht ist. Ja, schade. Verfehlt. Ein erster Kill. Echt okay. Oh ja. Jetzt läuft das Spiel. Ja, die Einspielphase ist vorbei. Ich habe jetzt meine Penetration Items. Problem an Anubis ist, müsstet ihr alle noch kennen von meinen früheren Videos. Am Anfang recht schwer, dass man mit ihm überlebt, weil er dann doch recht wenig Leben hat und so. Und Problem, dass wenn der Gegner viel Magical Protection hat, dass man einfach gar keinen Schaden macht. Behebt sich halt durch Spear of the Magus, den ich mir gekauft habe. Der einfach mal für jeden Schaden, den der Gegner von mir kriegt, die Magical Protection reduziert bekommt. Und dann, ja, nicht die... Doch die Magical Protection reduziert bekommt, das heißt, ich mach so halbwegs True Damage. So, ich schau, dass ich hier hinten mal irgendwen abfange. Oh ja. Kannst du mir auch mal helfen? Ich hab kein Mana mehr. Heute ist Anubis. Ja, läuft gut. Enemy verlassen? Gut, gut, gut. So, mein Stun ist jetzt auch voll. Ja. Kannst du die tanken? Du hast bessere Werte. Ich habe gerade gar nichts. Boah, der kommt mir ab. Entschuldigung, das war gerade ein Fehler. Hättest du vielleicht auch nicht tanken sollen. Ja, ich dachte halt, dass sie halt jetzt gerade mal kurz nicht auf mich draufhauen, aber... Tut mir leid. Aphrodite versucht gerade drüben den Turm zu bekommen. Ja, ich denke, Aphrodite ohne Soulmate zu spielen ist vielleicht nicht ganz so effektiv, weil das ja eigentlich ihre Hauptstärke ist, dass sie mit ihrem Soulmate deutlich mehr Schaden macht etc. Ja, du kommst einfach nicht durch. Das habe ich jetzt was dagegen, dass du hier 3 Türme wieder und jetzt 3 Türme macht. 3 pro Sekunde, die weggehen.
Hat ihm jetzt langsam einen Kill? Ihm ja schon. Ja. Warum hat hier jetzt den Kill bekommen? Das nervt. Ah, der andere Protoss, der da drüben steht. Ja. Stargazer. Ich weiß jetzt nicht, ob es geplant war, aber man muss schon zugeben, er sieht den Protoss-Einheiten aus StarCraft dann doch ziemlich ähnlich. Oder was meinst du? Irgendwie schon Warp-Portal, so Laserstrahlen etc. Kann man nicht wirklich abstreiten. So, und jetzt ganz einfach ein Trick. Ulti durch den Turm durch. Du siehst, was der Turm an Schaden nimmt. Ich habe jetzt den Turm eigentlich fast mit meiner Ulti alleine geplättet. Das finde ich so richtig cool. Töte sie! Deine Keule! Nicht deine Ulti! Double Kill! Yes! Ja. So, ich verhindere jetzt, dass du noch eine große Kill-Serie machst. Aus Prinzip. Niemand ist besser als ich in dem Spiel. Das ist verboten. Ja. Den Trick gibt es immer noch, Bastet töten, dann verschwinden ihre Katzen. Finde ich dann doch immer gut. Jetzt geben die schon wieder auf. Ist doch langweilig, also echt Kinder. Ja, okay, sie hatten 37 Punkte noch, das hätten wir gleich geschafft. Ja. Ein Double Kill habe ich. Gott. Ey, es gibt wirklich Tower Kills. Es gibt Tower Kills in dem Game-Modus. Wie viel hast du? Ich hab 2. Okay. Oh, das haben wir jetzt wirklich vergessen rauszunehmen. Es gibt Spiele, da wechselst du alle 30 Sekunden wieder den Besitzer des Sand Guardians. Da hast du dann. Hättest du dann etwas mehr Tower Kills? Früher gab's sie nicht, jetzt gibt's sie. Nicht so viele Kills. Ja. Wenigstens mehr Kills als Tode. Aber ich sag, gutes Spiel, was meinst du? Ja. GG. Ja. Also, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschö.